Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von meiner Seite aus. Und zwar in diesem Video geht es um starke Nerven. Hier musste mein Fahrschüler starke Nerven zeigen. Das, was ich euch jetzt zeige, also ich habe meine Kamera mal nach vorne gedreht, um zu zeigen, was vor uns so passiert. Das alles, was ihr jetzt seht in diesem Video, ist in einer Fahrstunde passiert. Und vorneweg, es gibt eine weitere goldene Regel in meinem Fahrzeug. Und zwar, es wird nicht geflucht und es wird nicht geschimpft. Das bedeutet, oder das zählt für den Fahrlehrer, aber auch für den Fahrschüler. Aber hin und wieder passieren Sachen, dann kann ich es den Fahrschüler nicht übel nehmen, wenn er schimpft. So wie in diesem Fall. Und Sandra hat in dieser Fahrstunde viel geschimpft. Sie weiß, das ist nicht richtig. Wir gucken uns das erste Video an. Und zwar der verrückte Fußgänger, nenne ich diesen Teil des Videos. Schaut euch das bitte selber an und achtet bitte auf Sandras Reaktion. Amüsant. Bitte schön. Fahrt, schreit, was ist das Ziel denn? Ja, ich war gerade ein bisschen von ihr irritiert. Bist du blöde? Ja, Fußgänger. Weiter geht's mit dem Busfahrer. Diese Szene passiert an S-Bahnhof Pankow. Sein Ernst jetzt? Oh. Okay, ich überhole keine Busse mehr. Ja, die lieben Busfahrer. Weiter geht's. Wir bleiben mal bei den verrückten Fußgängern. Und da gibt es immer die Spezies, die auch meint, egal wenn die Fußgängerampel rot ist, dass sie trotzdem noch rüberlaufen können. Der nachfolgende Linksabbiegerverkehr kann dementsprechend nicht abbiegen, bleibt also mitten auf der Kreuzung stehen. Darum, liebe Fußgänger, bei grün gehen, bei rot stehen. Dürft ihr euch gerne aufschreiben. So, wir schauen uns das Video an und achtet mal, wie gemütlich er da lang schlendert. Also wie gesagt, das passiert alles in einer Fahrstunde. Dann kommen wir mal zum nächsten Teil und zwar enge Straße. Sandra hat sich eine schöne Lücke gesucht, so wie sie es gelernt hat. Rechts blinken in die Lücke rein, Blink auf links warten, bis wir weiterfahren können. So. Uns kam jemand entgegen, war ein bisschen weiter weg und hat gesehen, oh, eine Fahrschule, komm. Ich verhalte mich mal sozial. Gibt uns Lichthupe. Sandra wollte gerade aus der Parklücke raus, da überholt hinter demjenigen ein Motorrad und fetzt dran vorbei. Wir schauen uns das an. Achte auf das Motorrad. Bloß gut, dass Sandra das auch noch gesehen hat und abgewartet hat. Ihr kam das auch schon ein bisschen spanisch vor. Andere Szene. Wir fahren hinter einer Straßenbahn. Straßenbahn bleibt auf einmal stehen. Bleibt stehen. Nichts passiert. Kein Blinker links, kein Blinker rechts. Die Türen waren offen gewesen. Nach einer Zeit gehen die Türen dann zu. Sie steht immer noch. Und steht und steht. Und steht und steht. Sie steht immer noch. Und keiner weiß, was mit da los ist. Keine Warnblink, kein Linksblinker, kein Rechtsblinker, nichts. Will sie losfahren? Bleibt sie noch stehen? Und steht. Und steht. Und steht. Da entschließt sich jetzt mein Fahrschüler. Ich fahre jetzt an der Bahn vorbei. Weil wir haben keinen Indiz. Fährt jetzt los, bleibt stehen oder gar nicht. Wir probieren es einfach mal. Und als sie dann gerade losfahren will, höre ich was. Exo, guck mal. Also fährt schon langsam raus. Also hör mal, da kommt doch was. Und zack, was kam? Die Bahn.
Also, irgendein Zeichen wäre super. Also, die Bahn muss ja rüber, weil von zwei Schienen ging es ja rüber auf eine Schiene. Dann blinke ich aber zum Beispiel links und sage, die hinter mir warten, die überhaupt nicht wissen, was jetzt los ist, dass ich gleich weiterfahre. Ich warte nur auf irgendwas. Ne? Also weiß der Hintere, ich brauche nicht überholen, der blinkt jetzt auf links, die wird bestimmt gleich wieder losfahren. Als sie dann rüber auf die andere Schiene, da hat sie ja geblinkt. Ne? Also die Blinker funktionieren. So, ja. Blöd gelaufen. Aber Sandra hat Nerven bewiesen. Kommen wir jetzt mal zum Fahrradfahren. In dieser Szene, das betrifft uns nicht, sondern den Gegenverkehr. Und plötzlich taucht aus dem Nichts ein Fahrradfahrer auf. Ich glaube, er schaut noch auf dem Handy. Und dann kommt er noch hinter so einer Hecke hergeschossen, hinter so einem Zaun. Und davor stand noch ein Transporter an der Einmündung. Also für den Pkw-Fahrer kaum zu erkennen. Schwer zu erkennen. Aber es ist gut ausgegangen. Aber schaut euch das mal an. Bitteschön. Der Radfahrer, der schaut nicht mehr in die Straße rein. Nur zum Schluss, wo der Pkw gehupt hat. Da schaut er rein. Was denn los? Hö? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß es nicht. So, einen habe ich noch. Sperrfläche sind die weißen Flächen, die durchgestrichen sind. Diese bedeuten, Achtung, Laber, absolutes Überfahrverbot. Darfst du nicht drauf. Jetzt kommt der Motorradfahrer, überholt uns auf der Sperrfläche. Hin und wieder passiert sowas, das wäre ja alles nicht so wild. Aber er möchte dann auch links abbiegen. Und er muss einfach nur ein bisschen Geduld haben. Da kommt nur noch ein Auto. Nach diesem Auto hätte er freie Fahrt gehabt. Nein, er muss noch vor dem Auto links abbiegen. Also Auto, was uns entgegenkommt. Und das war eine knappe Geschichte. Wir schauen es uns an. Ja, irgendwie so ein bisschen sein Leben satt, oder? Was soll ich sagen? Meine Fahrschüler lernen nicht nur Autofahren. Meine Fahrschüler lernen auch, Nerven zu behalten. Tja, was will man machen? Nerven behalten. Nicht nur meine Fahrschüler, ihr auch. Macht's gut, schönen Sommer noch.